Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 2014. Ich weiß gar nicht, welcher Part es mittlerweile ist und ihr seht vielleicht eine kleine Veränderung. Ich bin hier oben. Hallo. Ja, und wir zocken jetzt heute mal zusammen. Das ist ein kleiner Test, das ist ein bisschen so Überprüfung für mich mit Facecam und so, wie es so gut funktioniert, weil ich wollte noch ein Projekt bringen, das ich hier mit Facecam bringen wollte und deswegen teste ich das jetzt schon mal in Fußballmanager aus. Ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt immer in jedem Part Fußballmanager mit Facecam kommt, aber ich werde euch mit ins Boot nehmen. So, und was wollte ich sagen? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ich das öfter machen sollte mit Facecam, damit es ein bisschen persönlicher wird, ne? Immer nur die Stimme zu hören und dann so hinten durch ist ein bisschen was anderes, als wenn ihr mich seht und ich mit euch interagieren kann, du da oben. Ja, so, wir sind wieder zurück. Ich habe ein bisschen Päuschen gemacht, aber für euch ist es kein Päuschen gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich bin einfach im Moment ein bisschen viel unterwegs. So, wir haben hier unten wieder Matthias Lehmann. Entschuldigung, wenn ich nicht so oft hochkomme, weil ich muss auch ein bisschen nach unten gucken. So, Matthias Lehmann ist wieder fit hier unten, noch angeschlagen, aber einigermaßen fit. Uja auf einer 77, heilige Makrele, also der hat sich bei uns gut entwickelt. Wir spielen gegen Kräuter Fürth. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal noch machen wollte. Ihr habt noch Bartfinne. Ich hoffe, das geht auch mit dem Licht. Weil es ist relativ dunkel hier. Aber ihr dürftet mich sonst so generell eigentlich sehen. Und das müsste eigentlich erstmal reichen. Weil wenn ich das Licht anmache, dann flackert es so ein bisschen. Und das möchte ich eigentlich nicht. So. Also, ich habe hier auch noch einen Kopfhörer drin. Nicht wundern. Alles klar. Weiter geht's. Eschaide jetzt stärker. So, den finde ich gut. Den müssen wir auch eigentlich nochmal spielen lassen. Weil der hat sich eigentlich sehr gut entwickelt hier. Den Eschaide. Ja. Ich guck mal, wen haben wir denn hier noch alt? Also Miso Bretschko, ich möchte den eigentlich nicht raus tun. Wimmer, kann der Rechtsverteidiger spielen? Nee, also das kann er gar nicht. Aber er kann Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen. Was natürlich gut ist. Wir haben einen guten Ersatz mit Bartfinne auf der Bank. Frische ist bei allen 100%, dann gucke ich mal beim Training nach. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen wieder runtergeschraubt. Ja, haben wir. Wir gehen wieder auf 100%, alles klar. Machen wir wieder, fangen an Golf zu spielen, weil wir Kapitän sind. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Und ja, wir haben unser Transferbudget nicht ausgeschöpft. Liegt zum einen daran, dass wir einfach nicht genug haben, uns einen guten Spieler zu verpflichten. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so lange quatschen. Was haben wir denn hier noch? So, wir verbringen nochmal Zeit mit Karin. Gehen mal essen. Passt. So, wir haben jetzt immer noch, müssen wir in der nächsten Saison machen auf jeden Fall. Mit den Baukosten. Wir müssen unseren Marketing-Merchandise-Shop ausbauen. Und wir können an den Geldern schrauben. Geil. Wo stecken wir es rein? Wir stecken es in Transfer. Natürlich stecken wir es in Transfer. Wir sind ja nicht blöd. So, dann haben wir 1,7 Millionen auf der Uhr. Und kriegen dadurch nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir schnacken jetzt gar nicht so lange rum. Wir starten jetzt eigentlich mal ins Game hier. Dafür sind wir doch hier. Kräuter Fürth gegen den 1. FC Köln. Den Spiel haben wir 1-0 gewonnen. Ich weiß es nicht. Ne, wenn Thomas Kessler wieder spielt, hatten wir schon mal, dann wird das hier nix. Ich hoffe wirklich, dass es kein schlechtes Spiel wird. Wir müssen gucken. So, wir gehen natürlich wieder auf Konterspiel, ganz wichtig. Haben wir gut ausgeprägt eigentlich. Wir konzentrieren uns mal. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Rein ins Spiel. Tabellenplatzsituation. Muss ich nicht viel so sagen, das erklärt sich von selber. Ist eine gute Sache. Ich sag mal, wir sind Erster, ganz klar. Und ja, sollte jetzt nichts Grobes mehr passieren. Ein paar grobe Schlenker dürfte der Aufstieg auch passieren. Und wir haben die erste Chance. Na, es läuft gut. Mato Jajalo. Und natürlich ist... Oh. In Köln spielt der liebe Torwart, liebe Ryan Schosser, scheinbar von Adil Chihi. Torhüter Wolfgang Esel. Doch Uca erreicht den Ball zuerst. Liegt und macht das Tor. 1-0. Durch Anthony Uca. Ich kann gar nicht so schnell reden, so schnell fällt das Tor. Es ist halt Wahnsinn. Es ist
Ich kann sich, ich habe ja hier in den letzten Wochen gesessen. Ne, ihr habt mich ja in den letzten Wochen noch nicht gesehen, aber was hier abging. Also Ujata trifft immer weiter. Der ist von 72 auf 77 hoch. Wahnsinn. Und es geht weiter. Und es fällt das 2-0. Es ist einfach... Es läuft von selber. Da muss ich nicht viel machen. Ich bin zwar ein sehr guter Coach, ganz klar. Aber... Da ist halt jeder Treffer drin. Also jeder Schuss, Tor. Bis auf Düsseldorf haben wir wirklich jeden geschlagen. Und irgendwie eine Niederlage hatten wir auch nochmal. Ich weiß aber nicht mal ganz genau, wer das war. Andy Uja legt den Ball nach rechts zu Masserisse, dessen scharfe Flanke aber Wolfgang Hesel ablenkt. Eckball wird nix. Aber ich denke, wir sind gut dabei und sollten uns nicht beschweren. So, wir bewahren mal die Ruhe bei dieser Situation. Wenn ich selber Trainer wäre, ich hätte natürlich gelb gefordert, ganz klar. Aber wir lassen es heute mal sein. Es läuft alles gut, deswegen können wir uns nicht beschweren. Und wir gucken mal weiter rein. So, Situation. Latte. Durch. Wen auch sonst, wenn nicht er. Anthony Uja. Also dieser Kerl, das ist einfach ein Träumchen. Note 1. Ich muss dazu gar nichts sagen. Also das ist erklärt von selber. Thomas Bröcker, von uns weggewechselt. Im Hinspiel noch der Buhu. Der ausgebuht worden ist, das weiß ich noch. So ganz unnötige Sachen merke ich mir einfach. Und ansonsten geht das Spiel pünktlich zur Halbzeit. Wir können mal umstellen. Also die sind defensiv anscheinend anfällig. Wir lassen... Habe ich den jetzt auf die falsche Seite gestellt? Nee, es passt besser so. Alles klar, ich spiele mal... Komm. Yannick Gerhardt geht mal in den Sturm. Nein, Quatsch. Wir wechseln den natürlich aus. So, und tu mal... Komm, Patrick Helmes rein. Ich weiß, Bart Finne müssen wir noch trainieren, weil er sich gut entwickeln kann. Aber ganz ehrlich, der arme Patrick Helmes, der sitzt schon seit Gefühl Anfang der Saison einfach nur planlos auf der Bank. Ja, wir haben einfach sehr, sehr gute Jugendspieler plus halt auch den Uja. Der macht's halt immer. Ne, falls ihr die Uja-Party noch nicht gesehen habt, schaltet da nochmal ein. Es geht schon weiter. Taktisches Foul von Uja. Also der Kerl ist wirklich an jeder Szene im Spiel beteiligt. Ob es an einem Foul ist, ob es an einem Torschuss ist oder an einem Tor. Es ist einfach grundsätzlich immer Anthony Uja. Der mittlerweile nur noch eine 2 hat. Wahrscheinlich auch wegen seinem Foul verschuldet. So. Und dass die Kamera nicht hundertprozentig gut positioniert ist, hängt aber daran, dass ich noch ein bisschen am Ausprobieren bin. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich die am besten hinhängen soll. Ich denke, das passt aber für euch, dass ich oben rechts abgebildet bin. Dann störe ich euch auch nicht von dem restlichen Bildschirm. Ich weiß nicht, ihr müsstet eigentlich so groß alles sehen. Hoffentlich. So, weitere Chancen. Und das dürfte das 3-0 sein. 3-0. Kevin Wimmer. Und gut, dass ich den nicht rausgetan habe. Ja. Habe ich. Ich muss mal auf die Aufstellung gehen. Was habe ich hier schon wieder gemacht? Habt ihr nicht gesehen? Wir gehen weiter rein. Das ist fast noch. Das ist genauso wie Kessler. Also es war fast, also Kessler war noch schlimmer, aber ich weiß nicht, wie das schon wieder passiert ist. Eschaida auf rechts, Misobretschko in der Innenverteidigung. Ja, Riesenchance für Köln. Kontersituation, Adelci ist durch vor Wolfgang Hesel. Mal gucken, was er macht. Wolfgang Hesel pariert. Glanzparade. So, nimm mal ganz kurz hier. Ja, ich würde trotzdem mal sagen, weiter so. Wir bringen auch mal langsam noch wen anders.
Komm, Ada, nee, komm. Wir tun mal Daniel Halfer rein, der hat bei uns nämlich auch sonst immer gespielt damals. Und ja, sonst weiß ich jetzt nicht, wen wir bringen können. Ich würde mal sagen, das reicht auch. Wir könnten theoretisch noch Slavomir Pečko bringen, aber lohnt sich gerade nicht. Obwohl, komm, wir bringen ihn trotzdem mal. Ist ja eh wurscht. Wir führen 3-0, was soll noch passieren? Wir sind Tabellenführer. 9 Punkte vorne. 17 Punkte auf Platz 4 auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Also das ist schon einiges. Und da müsste schon einiges falsch laufen, um das wieder zu zerstören. Ja, weitere Chance. Brečko. Diesmal auch über die Außen. Ja. Hat zwar nichts gebracht, aber der ist besser auf den Außen aufgehoben als in der Innenverteidigung, ganz klar. Deswegen hatten wir auch eben wieder so eine schwache Mannschaftsstärke. Ich habe mich schon wieder gewundert, aber geht vielleicht doch noch was für Kräuter Fürth? Ognjenjen Mudrinski. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, aber keine Ahnung. Ognjenjen Mudrinski schießt das Tor für Kräuter Fürth in der 87. Okay. Wir können langsam nicht mehr zu Null spielen. Wir hatten ja mal so eine lange Serie, wo wir mal zu Null gespielt haben. Es funktioniert anscheinend nicht mehr. Naja, egal. Wir haben gewonnen mit 3-1. Ich würde mal sagen, das ist sehr, sehr gut ausgegangen. Abdul Rahman Baba hat bei Schalke gespielt. Vor kurzem. Warum hat Dominik Maro heute nicht gespielt? Ich wollte ihn schon. Die einzige Aussage, die... Der erste FC Köln war das erfolgreichste Team in diesem Winter. Dieses Bild spricht für uns. Ach ja. So, Erzgebirge Aue gegen Köln. Das nehmen wir noch mit. So, Maurice Extra erkundigt sich nach seinem Einsatzstand für die restlichen Liga. Aktuell keine Chance. Klar ist er nicht begeistert, aber es bringt auch nichts, ihn anzulügen. Ich meine, wir haben genug Spieler, muss ich ganz klar sagen. Also ich meine, gucken wir jetzt mal hier auf die erste Mannschaft. Wir haben Udja drin. Wir haben einen Bartfinne auf der Bank, der nachdrückt. Und wir haben einen Helmes. Ja, ist einfach zu viel, würde ich mal behaupten. Und Finanzen haben wir gemacht. Privater Bereich, gehen wir mal Golf spielen. Infrastruktur. Schon wieder Toiletten. Warum? Merchandise. Joa. Joa. Mitarbeiter haben wieder nichts zu tun, ganz klar. Das sind wir die Scouts. Und dann gucken wir uns den Fußballer des Monats Februar an. Das ist Vedat Ibisevic vom VfB Stuttgart. Alles klar, ich weiß nicht, was in der ersten Bundesliga abgeht, aber das werden wir spätestens ab der nächsten Saison erfahren. Schon zum 100. Mal steht jetzt hier, dass Roman Weidenfeller mein Lieblingsspieler ist. Hat ja vor kurzem beim Abschiedsspiel gegeben. War ein cooles Spiel, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch das gerne rein. Das hat viel auch so ein bisschen, aber waren viele Show-Elemente dabei, die er in seiner Karriere erlebt hat. Deswegen kann man sich das auch gut und gerne geben, auch wenn man Roman Weidenfeller jetzt vielleicht nicht so favorisiert. War ganz lustig. So. McKenna ist unzufrieden. Ja, ich will dich aber auch nicht verlängern, Junge. So, da ist ansonsten nichts mehr. Wir gucken mal. Golf können wir noch machen. Da können wir auch nichts mehr machen. Das ist wieder so wie immer. Dann würde ich sagen, gehen wir noch in das Spiel rein. Und ja. Erzgebirge Aue gegen Köln. Ich denke mal, ein Remis schaffen wir mindestens. Alles andere wäre enttäuschend. Muss ich ganz klar sagen, wir setzen wieder auf Konter. Ja. Ich sag dazu nichts mehr. Also, schreibt mal bitte in die Kommentare, dass ich dämlich bin. So. ich mach das gleich noch. Bevor ich den Part beende, mache ich das gleich noch. Keine Sorge. Erste Chance, Jonas Hector. Ja, also ich würde sagen, bis jetzt läuft unsere Fußballmanager-Karriere beim 1. FC Köln
Und? Oh, Cottbus überholt Düsseldorf. Okay. Läuft bis jetzt ganz gut. Also mich wundert es, dass wir so leicht da durchgekommen sind. Klar haben wir einen besseren Kader. Aber dass das wirklich so leicht im Moment läuft und locker, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so sieht es ja auch im Moment aus. Also Köln ist ja in der Saison 2018, 2019 auch auf Platz 1. Ich vermute auch, dass sie den Aufstieg schaffen. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt noch nicht so lange hin ist. Und wir haben hier eine Chance. Martin Mennel. Was ist das denn für ein Bild? Egal. Auch wenn wir jetzt noch nicht den ältesten Spieltag haben, aber ich vermute mal, dass Köln sehr, sehr gute Chancen auf den Aufstieg haben, genauso wie der HSV. Wie sich das im Endeffekt abspielen wird, sehen wir natürlich erst am 34. Spieltag der zweiten Bundesliga. Vielleicht auch noch erst in der Relegation, wer weiß es nicht. HSV spielt ja gerne mal in der Relegation. So, Uja spielt zum ersten Mal nicht gut. Okay. Müssen wir mit umgehen. Kommt raus für Patrick Helmes. Mal gucken. Das ist unser erster Wechsel zur Pause. Also, da muss es halt auch mal laufen. Also wenn es nicht läuft, dann müssen wir halt auch mal durchgreifen. Patrick Helmes, cooler Typ. Konzentration ist alles. Und jetzt gewinnen wir das Ding in der zweiten Hälfte. Ab geht's. So, erste Chance. Marcel Risse. Miso Brecic mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt gibt's eine Möglichkeit. Oder auch nicht. Eckball für Köln. Aber auch aus diesem Eckball wird nichts. Okay. Jetzt sollten wir uns langsam vielleicht mal ein bisschen anstrengen. Miso Brecic mit der gelben Karte. Ich denke gleich dran, keine Sorge. Ich werde ihn wieder auf rechts außen tun. Rechtsverteidigerposition. So. Immer nur so kleine Schüsschen, die wir tätigen. Wir machen mal ein bisschen den Einsatz hoch, damit wir mal ein bisschen mehr Power nach vorne setzen. Und sofort geht's hier nach vorne. Eckball. Kommt jetzt das Tor. Nein, auch nicht. So, was haben wir für einen Schiedsrichter? Ist ein Feigling, alles klar. Dann machen wir mal gleich vollen Angriff. Also, obwohl brauchen wir eigentlich gar nicht. Also 0-0 ist auch okay, aber wir wollen ja eigentlich die Punkte aufrechterhalten. Und dann sagen wir mal, komm, wir tun nochmal. Wen wechseln wir denn schnell ein? Komm, Peschko, komm nochmal rein für Risse. In der 74. Minute, vielleicht bringt es ja nochmal was. Okay, Eckball für Aue. So. Okay, abklar. Alles klar. Timo Horn hat den Ball, deswegen passt alles. Peschko kommt jetzt rein. Ich hoffe, wir haben jetzt so einen Lucky Punch noch, dass wir auch die Punkte jetzt mitnehmen. Also ein Punkt finde ich jetzt zu wenig gegen Aue, die auf Position 13 rumgurken. Und da wäre es was passiert. Ronny König und Fabian Müller. Und jetzt haben wir nochmal eine Chance. Eggball. Slavomir Bečko. Martin Mennel. Zögert 1 gegen 1 gegen Patrick Helmes. Sicher das Leder am Ende. Dann doch. Wir kommen nicht ganz durch. Versuchen es nochmal mit der Offensive. Aber Patrick Helmes ist auch im Moment ein Chancentod. Muss man ganz klar sagen. Jetzt geht's hier hin und her, Ecken über Ecken. Ich frage mich, wie entstehen die Ecken, wenn nicht durch Torschüsse? Weil Torschüsse werden ja immer angezeigt. So, jetzt haben wir nochmal eine Chance. Auch nicht. Einsatz nochmal erhöhen. Es ist vorbei. Wir kommen nicht über ein Unentschieden heraus. Die Punkte verringern sich nicht. Aber
FC Ingolstadt 04 hat das Kunststück fertiggebracht, seit mittlerweile 5 Spieltagen auf dem 11. Platz zu verweilen. Geil. Okay. Gleich, also gleich, für euch im nächsten Part, gibt es dann das Spitzenspiel Energie Cottbus gegen, okay, ja, FIFA-Weltmeisterschaft Brasilien 2014, werden wir Weltmeister, man weiß es nicht. So, also wie gesagt, im nächsten Spiel dann das Topspiel, 1 gegen die 2, vielleicht schon das vorzeitige Meistertreffen. Und ich will doch nur die Position ändern. Topspiel steht an. Energie Cottbus bzw. Köln gegen Energie Cottbus zu Hause. Ja, ist okay jetzt. Hallo. So. Ach du nein. Nein, Timo Horn fällt aus. Ja, damit muss ich mich im nächsten Part befassen. Eschaide kommt auf jeden Fall in einiger Position. Bretschko rechts. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, mit der Webcam, mit mir, mit dem Spiel, positive Resonanzen dalassen. Hoffe, ihr seht das. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Spitzenspiel ist angesagt. Energie Cottbus gegen den 1. FC Köln ohne Timo Horn. Würden wir das schaffen? Das seht ihr bald. Tschüss.